Ich möchte beten, bevor wir den Predigttext lesen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns verheißt, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und du kennst uns alle bis ins Innerste. Du kennst unsere tiefsten Herzenswünsche. Und du willst uns reden. Ich bitte dich, dass wir das hören können, was du uns sagen willst. Dass wir das mitnehmen, dass wir es nicht verpassen, was du in unser Leben hineinlegen möchtest, was du bewegen willst. Ich danke dir, hast du Worte des Lebens auch für uns bereit. Amen. Wir lesen miteinander Psalm 95. Psalm 95. Ich lese den ganzen Psalm, lege dann vor allem den Beginn aus. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen den Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es in uns Menschen drin steckt, dass wir gerne Fans sind, dass wir gerne anderen zujubeln. Es ist eine tiefe Sehnsucht. Man sieht sie ganz besonders zum Beispiel beim Sport. Gerade jetzt auch, aber auch bei einer ganz besonderen Person, die Tennis spielt. Ich weiß nicht, ob ihr einen Bezug zu Tennis habt. Ich persönlich nicht so. Für mich ein sehr stupider Sport. Man haut einfach stundenlang einen Ball übers Netz. Mit großer Anstrengung, großer Konzentration. Dann zählt man noch so eigenartig, dass man nie ganz draus kommt. Aber wie wir zu Tennis auch stehen. Wir haben ja in der Schweiz den absoluten Superstar des Tennis und des Sports allgemein, Roger Federer. Und vielleicht haben Sie es mitverfolgt, wie sein Weg die letzten Monate war. Wie er lange Zeit keinen Grand Slam, das ist so ein wichtiger Sieg, gewonnen hat. Und die Zeitungen waren voll, jeder fragte sich, er soll doch zurücktreten. Es ist vermutlich vorbei. Jetzt mach nicht noch weiter und weiter und so. Und dann geschah es gelang ihm wieder einen Grand Slam nach vielen Jahren zu gewinnen. Ein großer Erfolg. Und dann das gewaltige Traum-Comeback. Es war in Australien. Ein Turnier, wo er spielt und spielt und spielt und bis ins Finale und er siegt und er ist wieder die neue Nummer 1 des Tennis. Nun, ich interessiere mich nicht unbedingt für Tennis, aber ich interessiere mich für die Menschen. Und ich habe extra auch deshalb den Schluss dieses Matches nachgeschaut. Und ich bin tief bewegt, was ich dort sehe. Dann unser Roger, er siegt dann endlich. Und die Menschen, ist ja in Australien, es war ja nicht nur Schweiz, oder? Die Menschen, die stehen auf. Die jubeln ihm zu. Die Tränen laufen ihnen übers Gesicht. Sie sind so bewegt, was sie erleben. Und sie haben noch dafür bezahlt. Also, aber auch ich erlebe das und es laufen mir die Tränen die Wangen hinunter. Ich bin so bewegt, dass wir Menschen haben so eine Sehnsucht, jemandem zuzujubeln. Und es bringt uns eigentlich nichts, aber das liegt in uns drin. Und ich bin überzeugt, wir sind so gemacht, um einen noch viel größeren zuzujubeln.
einen viel größeren anzubeten, der Herr aller Herren, unser Schöpfer, Gott selbst. Für ihn sind wir gemacht. Und darum geht es in dieser Predigt, in diesem Psalm, um Anbetung, die Kraft der Anbetung. Wir möchten so in drei Schritten da durchgehen. Wir schauen uns an, was ist Anbetung eigentlich? Zweitens, was ist das Ziel unserer Anbetung? Und drittens, zum Schluss, ganz praktisch, wie wird Anbetung auch in der Gemeinde möglich? Nun haben wir den Einstieg des Psalms gelesen. Es ist der absolute Lobpreispsalm. Wenn es um Anbetung geht, ist Psalm 95 ganz entscheidend. Ich lese uns nochmals Vers 1 bis 2. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Ein ganz klarer Aufruf begegnet uns da, ganz direkt. Kommt, kommt dazu. Lasst uns dem Herrn zujubeln, das ist Gott selbst. Lasst uns jauchzen. Lasst uns ihm danken. Lasst uns gemeinsam wie vor sein Angesicht kommen. Lasst uns ihm singen. Psalmen meint genau das. Und zujubeln. Was hier beschrieben ist, den kann man Anbetung sagen, dem kann man Worship sagen. Das englische Wort meint genau einfach Anbetung. Wie wir dem auch sagen, oder Lobpreis, um das geht es. Da werden wir dazu aufgerufen. Doch was meint diese Anbetung eigentlich genau? Jeder von uns hier verbindet damit vermutlich ein wenig etwas anderes. Ich glaube, der Psalm gibt uns schon Hinweise. Ich möchte zwei Punkte hier vertiefen. Erstens, Anbetung betrifft uns als ganzen Menschen. Es ist nicht einfach nur eine Sache des Singens oder der Emotion. In der Anbetung betrifft es mich ganz. Es betrifft mein Denken, meinen Willen und meine Emotionen. Und es gehört alles dazu. Wenn wir durch den Text gehen, sehen wir diese drei Bereiche auch, die im Psalm 95 Teil sind dieser Anbetung. Vers 1 haben wir gelesen, kommt dieser Aufruf und lasst euch bewegen. Emotional, jauchzt, jubelt, dankt. Das sind ganz klar so ein emotionaler Ausdruck. Jubelt Gott zu. Lasst euer Herz von ihm bewegen. Dann heißt es Vers 6, aber wieder kommt. Und dann merken wir, dass auch der Wille angesprochen. Heißt, kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns niederknien. Lasst uns niederfallen. Macht mit. Auch der Wille, entscheidet euch, Teil zu sein. Und dann sehen wir gegen Ende diesem interessanten Schluss, wo wir denken, das passt nicht so zum Rest, ist ja so etwas düster, heißt es eigentlich, kommt und denkt nach. Erinnert euch, wie es euren Vorfahren geschah, da in Meriba und Massa. Das war beim Auszug oder nach dem Auszug aus Ägypten, als das Volk Israel plötzlich sagt, wir wollen zurück. Und vergessen hat, wer Gott ist, wie er sie liebt, wie er sie führen will. Und der Psalm sagt, denkt auch nach. Braucht auch euer Gehirn, um anzubeten, um zu verstehen, wer Gott ist. Und ich bin überzeugt, es braucht diese drei Bereiche. Und wir stehen immer der Gefahr, je nach Persönlichkeit etwas mehr zu betonen als das andere. Es braucht alles. Zum Beispiel kann die Emotion in unserer modernen Zeit ganz wichtig sein und ich verstehe das. Es kann geschehen, dass Anbetung oder Lobpreis fast nur noch Emotion ist. Wenn ich so darüber nachdenke, was singe ich eigentlich genau, weiß ich auch nicht mehr so ganz genau im Nachhinein, aber es war so ein schönes Erlebnis. Wenn mich aber Anbetung nicht verändert, es einfach alles so bleibt, dann ist es irgendwie leer, da hat etwas gefehlt, dann kann ich auch sonst an ein schönes Konzert gehen. Es kann sein, dass es auch nur der Wille ist bei anderen. So, die sagen,
Es gehört dazu, da singen wir doch mit. Und schau, der singt immer nur halb mit. Und es ist doch schön, wenn wir gemeinsam singen oder vielleicht sogar vierstimmig. Aber es ist nur der Wille, weil es so wunderbar ist. Aber da fehlt anderes dabei. Es kann auch sein, dass es nur Nostalgie ist. So einerseits rückwärts, oh, wie schön war das früher, oder als ich jung war, haben wir diese Lieder noch gesungen, da hat es noch geklungen. Aber man vergisst ganz, um was es ja jetzt geht in diesem Lied. Oder auch, geht auch in die andere Richtung. So richtig am Puls der Zeit, endlich mal moderne Lieder und nicht moderne Lieder, wie meine Gemeinde meint, die schon seit 15 Jahren vorbei sind. So richtig, ja, wäre auch eine Gefahr. Ist dann nur ein Bereich davon. Es braucht Denken, Willen und Emotion, dass Anbetung mein Herz verändert. Was ist denn Anbetung? Ich habe eine Illustration gefunden beim Theologen, die mir persönlich sehr hilft. Anbetung meint, etwas den allergrößten Wert zuzusprechen. Etwas in meinem Leben zu sagen, das ist entscheidend, das ist gewaltig, das zählt. Stellt euch vor, in dieser Illustration, eine Frau erbt ein Schmuckstück. So eine Brosche, die ging von Generation zu Generation. Es gehört dazu, dass man die immer weitergibt, aber so richtig bewegt das keinen mehr. Sie sieht auch nicht so wunderschön aus, schon etwas alt. Es hat zwar so einen kleinen Glitzerstein in der Mitte, aber es hat keiner groß beachtet. Jetzt denkt aber diese Frau, oder sie muss sogar mal schauen, ob es vielleicht doch noch ein wenig Wert hat, immerhin. Und sie packt die Brosche ein, sie fährt in die Stadt, es ist etwas mühsam, es hat wieder Stau. Vielleicht hat sie etwas Kopfschmerzen, dann findet sie keinen Parkplatz. Aber dann kommt sie zu einem Juwelier, legt die Brosche hin, ohne große Erwartung. Auch der Juwelier nimmt sie ohne große Erwartung. Das merkt man ja auch, wenn die Leute schon nicht denken, dass es wertvoll ist. Er nimmt sie in die Hand, schaut es an, professionell, er weiß, wie das geht, fährt im Schliff entlang, betrachtet den Stein und plötzlich werden seine Bewegungen langsamer. Er spricht nicht mehr. Er hält den Atem an, weil er erkennt, was ich da in meiner Hand halte, ist gewaltig wertvoll. Dieser Stein, dieser Schliff ist einzigartig. Wieso ist er so bewegt? Er merkt in diesem Moment, was ich hier in der Hand habe, ist wertvoller als alles in meinem Laden, ist wertvoller als alles, was ich in meinem Leben jemals in meinen Händen habe. Und dann kommt die Emotion. Dann ist er tief bewegt, was ihn da plötzlich erreicht hat. Auch die Frau wird geschockt sein. Und wenn sie nach Hause geht, ist alles noch gleich und doch komplett anders. Sie wird sich nicht über den Stau aufregen. Die Kopfschmerzen sind nicht mehr so entscheidend. Sie wird denken, wie habe ich bisher gelebt? Ich war mir nicht bewusst, was das bedeutet für mein Leben. Und ihr Leben wird sich verändern. Nur durch diese Erkenntnis. Ich glaube, das ist Anbetung. Dazu ruft uns dieser Psalm. Schau diesen Stein an. Schau diesen Gott an. Vertief dich in ihn, wer er ist, wie er ist. Mit deinem Willen, mit deinem Denken und deiner Emotion. Und wir können dann erleben, wie ich wie von innen heraus verändert werde, wie es wie aus mir herausbricht. Und ich sehe alles noch gleich und doch ganz anders. Das, was ich zu tragen habe, die Schwierigkeiten, die ich mit in diesen Gottesdienst genommen habe, Fragen für die kommende Woche, Zweifel, alles hat jetzt einen anderen Stellenwert. Ich habe das Wertvollste wieder vor Augen gesehen. Das meint Anbetung oder mindestens mal ein Teil davon. Dieser Psalm lädt ein, tu, was dieser Juwelier macht. Tu das in deinem Leben, für dich persönlich, indem wir das Wort Gottes lesen, indem wir Gott anbeten, ihm danken für das, was er ist. Tut es aber auch als Gemeinde, wie dieser Juwelier, diesem Stein nachgehen und zu staunen und nicht locker zu lassen, bis sich dieser Wert uns immer wieder neu eröffnet und unser Herz bewegt. Ihr habt kommende Woche eine ganz interessante Woche.
auch eine herausfordernde Woche, aber eine Woche, die steht genau unter diesem Satz eigentlich. Kommt herzu. Ihr möchtet staunen über Gott, wer er ist, über seine Liebe, seine Rettung für uns Menschen. Ich lade ein, alle, die ihr Teil seid, da zu sein, auch mitzustaunen. Und vielleicht habt ihr Menschen in einem Umfeld, wo ihr schon lange jetzt dafür betet, ihnen auch zu sagen, komm herzu, dass sie das erleben dürfen und erfahren, dass dieser Wert das Wertvollste ist, was sie jemals gehört haben in ihrem ganzen Leben. Nun das Ziel unserer Anbetung, wir haben es schon beschrieben, ich lese es uns noch einmal, wie es der Psalm sagt, ab Vers 3. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter, denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat es gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Das Ziel ist dieser Gott, unsere Anbetung, unseres Zujubelns. Dem möchten wir größten Wert zusprechen. Dazu lädt der Psalm ein. Spannend zu sehen ist hier, Menschen unterscheiden sich nicht in Menschen, die beten etwas an und Menschen, denen ist es egal, sondern alle Menschen beten an. Das sehen wir hier schon, es heißt, kommt zu Gott, der König ist über alle Götter. Man kann anderes anbeten. Und wir Menschen sind wie programmiert, etwas im größten Wert zuzusprechen. Es gibt Menschen, die tun das, irgendetwas um sie herum, diesen Wert zuzusprechen, zu sagen, das brauche ich, um glücklich zu sein, und gehen fast kaputt daran. Und es gibt Menschen, die sprechen diesen Wert ihrem Schöpfer und Erlöser zu. Denn was passiert, wenn wir uns fragen, vielleicht auch ganz persönlich heute, was ist für mein Leben entscheidend? Was brauche ich zum Glücklichsein? Nicht, was würde ich sagen, sondern was ist in meinem Herz? Was muss sein, dass ich sage, mein Leben ist gut so? So möchte ich es haben, so fühle ich mich gut. Es kann sein, dass die Antwort ist, eine Partnerschaft, wo ich mich wohlfühle. Vielleicht Gesundheit möglichst. Vielleicht ein Beruf, wo ich gebraucht werde. Oder auch, dass man zufrieden mit mir ist. Dass man mich wertschätzt. Dass Harmonie ist um mich herum. Das darf man alles wünschen von Herzen. Das Problem ist, wenn mir das entscheidend wichtig ist und ich es verliere, verliere ich alles. Verliere ich den Halt und den Boden. Wenn ich denke, so, das muss ich haben und ich zufrieden bin und es fehlt mir, dann stürze ich völlig in Unsicherheit, in Angst. Weiß nicht, was soll jetzt noch geschehen, wo geht es hin? Ich werde krank. Ich höre Diagnosen, die man gar nicht gerne hört, wo ich Ärzte sagen, schließen Sie ab. Ordnen Sie Ihre Dinge. Eine Partnerschaft zerbricht. Eine Familie zerbricht. Plötzlich fühle ich mich nicht mehr so geliebt. Man kritisiert mich. Bei der Arbeit wird meine Arbeit plötzlich nicht mehr wertgeschätzt. Ich spüre, man drängt mich hinaus. Und ich verliere meine Arbeit. Ich sehne mich nach einer Ehe und diese Ehe kommt nicht. Was bleibt? Es enttäuscht uns, all diese Götter. Sie können uns nicht diesen Halt geben, den wir ihnen eigentlich zusprechen. Sie können diese Wichtigkeit wie nicht einlösen. Es gibt ein anderes Ziel, diese Anbetung, Gott selbst. In dieser Beschreibung sehen wir zwei Dinge. Erstens, er ist allmächtig. Er hat alles in seiner Hand, ihm entgleitet nichts. Und zweitens, es geht noch viel tiefer, der Schluss dieses Mittelteils, er ist wie ein Hirte. Er ist wie ein Hirte für seine Herde, für seine Schafe. Das heißt sogar, die wir sein dürfen. Das ist alleine erfüllt in Jesus Christus am Kreuz. Stellen wir uns vor, wir Menschen suchen überall
diesen Wert, den uns nur Gott geben kann. Und wir leben darin gegen den Willen Gottes. Die Sünde in unserem Leben viel tiefer, als wir es jemals selbst ahnen können. Wir gehen verloren. Gott selbst kommt in diese Welt und geht uns nach. Obwohl wir seinen Wert missachten und mit Füßen treten, von Natur aus, ihm niemals das geben, was er verdient hat, kommt er uns nach. Und Jesus Christus selbst ist es, der uns seinen Wert auf eine ganz einzigartige Weise zeigt, indem er stirbt für dieses Trampeln, für meine Schuld und für meine Sünde und bezahlt am Kreuz dafür. Er stirbt, aber ist auferstanden am dritten Tag und lebt und lädt mich ein. Mach mich zum entscheidenden Wert deines Lebens und deines Sterbens. Bring mir deine Schuld, ich will dir vergeben. Komm und lass mich dein Herr und Erlöser sein. Wenn ich das tue, sage ich ihm, Jesus, du bist alles für mich. Du bist dieses Schmuckstück. Dich will ich anbeten. Du zählst, du allein. Komm, sagt dieser Psalm, vielleicht zum ersten Mal. Wenn ich merke, ja, Jesus ist dieser Schatz, nach dem ich mich zutiefst sehne. Oder komm wieder neu, vielleicht gerade vor dieser Evangelisation. Das heißt Anbetung. Anbetung will mich losreißen von all diesen falschen Göttern. Wenn ich mir sage, oh, wenn ich dann das etwas besser könnte, etwas schlanker oder etwas mehr Muskeln oder etwas das hätte, dann fühle ich mich glücklich. Weg von all dem, wenn ich gesund wäre. Und hin zu Gott selbst, der wie ein Hirte ist für mich und mich liebt und alle Macht hat. Das meint Anbetung. Dann diesen Jesus mit meinem Denken, meinem Willen und meinen Emotionen anzubeten für das, was er ist. Und das wird mein Leben verändern. Das hat die Kraft zu wirken. Zum Schluss möchten wir das noch anschauen, wie ein Beispiel davon. Nun haben wir gesagt, wir alle sind Anbeter. Doch wie können wir das dann nun tun, auch wenn wir diesen Schatz entdeckt haben, der Jesus Christus ist? Wir haben gesungen zu Beginn und das hat mich bewegt in einem Lied. Du bist die Perle. Ich dachte, unglaublich, das passt wunderbar. Also Jesus ist dieses Schmuckstück. Wie kann ich ihn anbeten? Es gibt viele Beispiele, indem ich mir nur schon Zeit nehme, die Bibel zu lesen mit dieser Haltung. Sage, Jesus, wer bist du? Wie bist du? Und mich darin bewege. Indem wir als Ehepaar oder Familie uns Zeit nehmen, neben allen Anliegen auch einfach Gott zu danken für das, was er ist. Aber eine Anwendung ist auch das Singen. Und zum Beispiel das Singen gemeinsam im Gottesdienst. Und die vertiefe ich in den letzten Minuten. Etwas könnte man fast übersehen, weil wir es uns so gewöhnt sind. Es heißt in diesem Psalm nicht, komm herzu, sondern kommt herzu, ihr als Gemeinschaft, auch ihr als Gemeinde. Anbetung in dieser Form geschieht immer gemeinsam. Diese Form der Anbetung, des Singens, die wir in einer Gemeinde erleben, ist anders als das, was ich ganz alleine tun kann. Da brauchen wir einander. Es ist deshalb auch absurd, eigentlich im Gottesdienst Dinge zu sagen wie, fühl dich frei, also darf man, auch fühl dich frei, als wäre niemand da, rechts und links von dir. Ist doch gerade der Wert darin, dass rechts und links von mir andere Menschen sind. Dass da Menschen sind, die sind älter und jünger wie ich. Die sind gesünder oder kränker. Die mögen andere Dinge wie ich. Die sind vielleicht ganz anders. Ich sehe eine große Vielfalt hier heute Morgen. Und miteinander beten wir den einzigen Gott, den Herr und Erlöser an. Und ich höre, ah, der singt das auch. Der rechts, oder das links, der links macht das auch. Ist ja egal. Und ich höre es auch aus seinem Mund. Das tut so gut. Vielleicht kann ich es selbst gar nicht wie singen oder wenig glauben. Aber ich höre es rund um mich herum, wie andere singen, Jesus, du bist mein Halt zum Beispiel. Und es kann wie in mich hineinkommen. Da brauchen wir einander, um so anzubeten, miteinander zu singen.
Das ist auch gut, hören wir uns mal ab und zu beim Singen. Das tut mir persönlich auch richtig gut, wenn ich das in der Gemeinde so erleben darf. Das stärkt. Da können wir einander tragen. Es bedeutet auch, dass es nie ganz mein Stil sein wird. Vermutlich ist das hier in der FEG Aarau auch so. Ich werde Kompromisse machen müssen. Jeder hat seine Herzenslieder, seine Herzensmusik. Und vermutlich ist dieser Gottesdienst nicht genau das. Muss es auch gar nicht sein. Ich höre zum Beispiel im Auto auch ganz, also nicht ganz andere, aber da klingt es etwas anders häufig. Meine Gemeinde ist manchmal erstaunt, was ich sonst noch so höre. Kein Problem. Aber im Gottesdienst kann ich Teil davon sein, ob es mein Stil ist oder nicht. Und mich entscheiden, ich bin Teil und ich lobe und bete mit an. Das zählt wie auch etwas anderes. Und so betrifft Anbetung auch im Singen unser Denken, unseren Willen und unsere Emotion. Es braucht den Willen. Ich muss mich entscheiden, zum Beispiel mitzusingen. Ich kann ja auch denken, ich fühle mich heute nicht so, ich weiß nicht so recht und es entspricht mir nicht ganz. Oder ich kann sagen, ich entscheide mich, Teil zu sein der Gemeinde, die Gott lobt. Ich frage nicht, will ich es jetzt unbedingt genau, fühle ich mich so, passt es jetzt, sondern ich kann mich sogar entscheiden, Teil zu sein, für wen? Vielleicht nicht für mich, vielleicht für meinen Nachbarn, weil er es braucht, dass ich mit ihm singe. Und ich tue es zur Ehre Gottes, natürlich, ja sowieso nicht für mich. Und ich entscheide mich, es zu tun, weil ich weiß, mein Herz braucht das auch. Sogar wenn ich es selber wie gar nicht merke. Ich entscheide mich, mit dem Denken zu singen. Es ist gut, wenn man Lieder singt, wo man auch denken kann ab und zu. Also, wo es auch, das macht ihr ja. Wo Inhalte über Gott ist, wo ich ihn anbeten kann für das, was er ist, wie es dieser Psalm macht, wie es viele Lieder machen. Und ich kann mit meinem Denken durchgehen. Ich singe es laut und singe, Jesus, du bist mein Erlöser. Und dann denke ich darüber nach. Dann kommt es in meinen Kopf. Und es ist auch eine Einladung für unsere Emotionen. Ich glaube, dann wird es echt. Ich entscheide mich. Ich gehe mit meinem Denken wie durch. Und ich darf dann erleben, wie es mich zutiefst bewegt plötzlich. Und ich bin vielleicht da und bin so unsicher mit meinem Leben, wo es hingehen soll. Vielleicht habe ich meine Stelle verloren und plötzlich entscheide ich mich zu singen, du bist mein Halt. Und ich denke darüber nach, du bist mein Halt. Und ich höre es von rechts und links und vorne und hinten. Und plötzlich merke ich, das stimmt. Er ist mein Halt, mein Fundament. Oh, wunderbar. Ah, danke. Genau, das ist nämlich dann die abschließende Vertiefung. Das ist eine Einladung, dieser Vers kommt. Und entdeckt, was wahre Anbetung ist, miteinander dieses Schmuckstück wie zu betrachten, seinen Wert zu erkennen. Jede Facette von Gott durch sein Wort, zum Beispiel gemeinsame Anbetung kennenzulernen und zu verstehen und zu vertiefen, dass mein Herz plötzlich es wieder erkennt, du bist alles für mich, für das, was Gott ist. Und das stärkt die Gemeinschaft, das stärkt uns als Gemeinde und das kann mich verändern. Dann ist der Sonntag eigentlich auch ein Ort, wo ich mit meinen verschobenen Prioritäten hinkomme, durch den Alltag. Und ich im Gottesdienst plötzlich wieder merke, da sind mir Dinge wieder viel zu wichtig geworden. Und zu Göttern. Und in der Anbetung, auch in der Predigt, kann sich das wieder verschieben. Und es ordnet sich wieder. Und Jesus hat wieder den entscheidenden Wert. Das geschieht durch gemeinsame Anbeten. Und ich kann wieder mit neu ausgerichteten Prioritäten in die neue Woche gehen und weiß, Jesus Christus, du bist das Entscheidende, du bist alles für mich. Du wirst sorgen. Jetzt möchte ich beten, bevor wir singen. Jesus, ich danke dir, dass du dieser Wert bist, dass du wie dieses Schmuckstück bist. Ich glaube, niemand hier hat nur annähernd den Wert erfasst, den du hast. Aber ich danke dir für alles, was wir von dir schon erkennen durften. Und ich danke dir, wie am Kreuz von Golgatha du sichtbar wirst, deine unendliche Liebe,
deine Gnade, wie du unsere Schuld tilgst und du das Größte und das Wertvollste in unserem Leben werden möchtest. Ich bitte dich, befreie uns von falschen Göttern, wo wir sagen, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und ja, nicht das verlieren, sondern dass du da hineinkommst. Du bist der Gott, der uns nicht enttäuscht. Du bist ein guter Hirte. Alles andere enttäuscht, aber du hältst, Herr Jesus. Ich bitte dich auch für diesen Gottesdienst, dass du unsere Prioritäten ordnest, dass du den ersten Platz wieder erhältst. Amen.